liebe Angelfieberfreunde, heute sind wir bei Toni Forelli und wir dachten, wir gehen an Teich 7,5. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Und Pascal, hast du schon Bock, bei so einem Wetter zu angeln? Ja, stimmt, es regnet, arschkalt. Aber es gibt Exoten, Tigerforellen, Saiblinge, schöne Goldforellen, kleine Lachsforellen. Und das zieht ans Wasser. Mal gucken, was wir heute rausziehen. Was wir fangen, wenn wir was fangen, wie wir was fangen, sieht natürlich im Video. Und wenn ihr Fragen habt, haut einfach unten rein. Genau. Auf jeden Fall, ich würde sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlecht angezogen. Bis später. So, Pascal hat Biss. Oh, hängt. Pascal muss immer den ersten Fisch rausholen. Einmal den Erfolgsköder, das ist so ein Librawurm, den habe ich mit ein bisschen Blei gemacht, damit er absinkt. Dann mit den Maracas und zwei Piloten schon weg reingelaufen. Und hier ist eine schöne Forelle. Die schön. Makelloser Fisch. Schön gefärbt. So kann das weitergehen. Jawohl. Wir haben jetzt einen Biss auf Pose. Jawohl, hängt. Oh, eine schöne kleine Portion Forelle. Eine schöne Tigerforelle sogar, mega. Oh. Ja, komm mal hoch, mein Freund. Eine Tigerforelle. Jawohl, Pascal, Petri. Ja, der kommt. Jawohl. Petri. Was ein schöner Fisch. Der ist echt schön. Ganz spitz gehakt, guck mal. Genau vorne im Maulwinkel. Geil. Petri! Danke! Pascal hat wieder Biss. Und hängt. Sehr schön. Und was schätzt du was? Oh, eine schöne goldene. Ich wollte gerade fragen, was kann es sein? Jawohl, Teich 7,5. Ja, wir können auch mal einfach fahren, ne? Ja. Größeren kriegen wir auch wieder mal. Was ist der denn? Der kommt gleich. Da. Jawohl, Petri! Und welche Montage hast du? Ihr bester Platz wird, unser Marco. Petri, dank. So, Fisch hat Nummer 3, diesmal eine richtig schöne goldene. Gehen wir mal zu der Tigerforelle und der Lachsforelle hin. Hier haben wir nochmal die Tigerforelle. Richtig schöne Fische. Jawohl, Petri. Spaß. Da habe ich mal jetzt angefangen, aktiv zu fischen. Wir haben jetzt ganze Zeit passiv gefischt. Ich habe ein paar Fische verhauen. Aber Pascal konnte schon 3 schöne verhaften.
Pascal, Chris! Pascal! Pascal! Aber das ist meiner, der sich bei deinem vertieft. Oder das ist meiner, der sich bei deinem vertieft sagt, du hast nur nicht gehört. Hier, nimm mal. Dann ziehst du das vertieft. Doch, dann bitte ich das Bericht. Gucken wir mal, wie ich den rauskriege. Schöne goldene, Alter. Jo, richtig schöner Fisch. Petri. Oh, guck diesen Laichhaken an. Wunderschöner Fisch. Danke, Rudi. Wo ist dann wieder am Drillen? Alter, ich hab mich am Leich verfangen. Oh nein. Doch kein Fisch. Doch kein Fisch. Doch? Geil. Wo ist der Kescher? Da hinten. Fisch, kein Fisch. Hey, ist ein Tiger. Wie eben gerade, so 30 cm mit Vorfach, schönen Pilot. Und da haben wir hier diese schöne Tigerforelle. So, Pascal hat einen dran. Oh, Kescher. Ist der groß oder was? Geil. Ja, musst du mit ihm spielen ein bisschen. Ja, das ist kein Spiel. Geil, ey. Warte, ich heb dir. Der Goldene mitgesprungen. Siehst du, süß. Ja. Was ist das denn? Köderfisch? Ja. Oh ja, Hechtköder. Petri. Petri, danke, Bruder. Ja. Die liefert. Oh, die ist schick. Wieder rausgeschoben. Yeah. Jawohl.
Die Investition hat sich gelohnt. Oh, hau nicht ab. So, jetzt aber. Ich wollte nicht. Petri! Osterhaft wieder zugeschlagen. Jawohl, Snagger Baby. So, da haben wir die nächste Tigerforelle. Geil. Alter, Snagger, schwarz-orange, ist gerade echt der Dreh. Ich bin so verliebt in diesen Köder. Da läuft die auch mega. Die haben schon Dampf, ne? Die Hut und die Kuh. Die helfen, Digga? Der hat Bock! Der will mir hier ein bisschen Adrenalin. Sauber. Da ist der kampfstarke Lachsforelle. Der wollte aber wissen, ey. Der wollte es wissen. Snagger. Snagger, gib ihm, Baby. Geil. Ja, musst du mit ihm spielen ein bisschen. Ja, das ist kein Spiel. Geil, ey. Boah, ist das der Seilblind wieder? Das ist still. Nein, das ist kein Still. Schöne Forelle, Digga. So eine Lachs. Lachs. Soll ich dir den cashern? Hä? Soll ich cashern? Ja. Ja, bevor der abgeht. Fettes Ding, oder? Dann haben wir noch mal was Kleines. So, dann konnte ich das Prachtstück hier rausholen. Mit Bienenmade, ne? Mit Pilotkugel so eine.
ungefähr 30 cm abtreiben, einfach den Wind arbeiten lassen. Richtig dicken Rücken. Ja, Mann, dann ist diese schöne Biest hier eingestiegen. Petri, Junge. Petri, danke, Bruder. So, Pascal ist am Drillen. Jawohl. Eine Lachs. Petri! Danke! Auf welchen Köder? Libralur Gummimade. Mega! So, die nächsten noch Snagger Orange-Schwarz. Oder? Seitweg. Ne, auch ein Tiger. Richtig schönes Ding. Geil, Alter, da freue ich mich. Boah, Digga, der ist richtig fett. Das ist das Monster von 7,5. Alter, ich liebe Snagger und in meiner Lieblingsfarbe Motoröl, Leute. Komm, wir kommen mit der Hand, Digga. Jetzt kommt der Part aus der Küche diesmal. Heute zeige ich euch mal, wie ich mein Lachs beizen tue. Ich mache das nicht klassisch wie jeder andere mit Dill, sondern ich mache es mit Gin und frischer Minze. Als erstes haben wir unser Lachsfilet schon mal filetiert. Machen wir noch mal ein bisschen hübsch. Hier das kleine Fettüberschuss kann weg, weil das ist nicht so lecker. Hätte ich auch schon mal vorbereiten können, aber so ist das nun mal. Hier haben wir noch ein kleines bisschen Fett. Das muss nicht ab, aber ich finde es einfach schöner. So. Wie bereite ich den Fisch jetzt weiter zu? Ich nehme mir eine Platte, kann auch jeder handelsübliche Teller sein. Lege hier meinen Lachs drauf. So. Dann fülle ich etwas Gin ins Glas. Muss ja nicht mit der Hand sein. Nicht viel. 1 cl, tröpfel ich mir den auf der Hand und reibe den halt mit dem Gin mein Filet ein, auch nicht zu dick, so dass er halt ein schön geiles Aroma kriegt. So, das stelle ich jetzt beiseite. Dann die Minze, zupfen wir uns mal die Blätter ab. So, 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 so. So. Ach, komm her. Wie gesagt, das ist kein klassisches Rezept, aber ich finde es mega lecker. So, alle Blätter abgezupft. Dann schneiden wir die uns in kleine Streifen. Durch meinen dicken Bauch wackelt die Kamera so, das tut mir leid. So, haben wir das. Dann geben wir die frische Minze über unser Filet rüber. Dann haben wir hier Salz und Zucker zu gleichen Teilen.
Jetzt brauche ich noch eine kleine Schüssel. Warte. So. Nicht gut vorbereitet. Salz und Zucker vermischen. Das geben wir jetzt schön über unseren Lachs, dass er überall schön bedeckt ist. So, dann wickeln wir das Ganze einmal in Folie ein. So. Schön luftig verpacken. So. Das gute Stück kommt jetzt in den Kühlschrank für 12 bis 18 Stunden und dann das Salz einmal abstreifen, mit kaltem Wasser abwaschen, trocken tupfen und dann können wir den schön in kleine Scheiben schneiden und auf dem schönen Brot mit Frischkäse genießen.